Da bin ich wohl abgerutscht. Mit meiner Seifenmaus. Mikrofonempfindlichkeit. Könnte ich ja theoretisch. Wie hörst denn du mich jetzt? Wie ist es denn mit nun? Ich glaube, der hört mich nicht mehr. Okay, es sollte eigentlich besser sein. Das Problem ist, weißt du, was ganz witzig ist? Nämlich, ich kann. Das ist witzig. So, nämlich, weißt du, was ganz, 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 ganz lustig ist? Jetzt schicke ich dir mal kurz was. Nämlich, ich kann die Mikrofonlautstärke nicht erhöhen. Das geht bei diesem Headset nicht. Ich kann sie nur bei diesem kleinen Schalter erhöhen und das ist schon so laut wie möglich. Wenn ich's, ich kann es leiser stellen, aber das ist keine sehr gute Idee, denn ich werde sehr leise. Man hört mich nicht mehr. Hilfe, ich bin nicht mehr an Hilfe. Nee, oder? Werde ich leiser? Ich weiß es nicht. Ja, nice. Ich weiß auch gar nicht, ob das irgendwie ein Fehler ist. Ob ich das jetzt einfach theoretisch umtauschen könnte und dann ist da richtig geiler Sound erstmal. Ich habe keine Ahnung. Für mich habe ich auch die Lautstärke so niedrig. Normalerweise mit dem alten Headset hatte ich sie halt immer auf 100% komplett. Und das ging halt alles gut. Wenn ich jetzt hier mit dem neuen Headset auf 100% stelle, dann erstmal. Das ist so. Ja. Und dann, wenn ich mit der normalen Lautstärke meine eigenen Aufnahmen anhöre, dann erstmal so. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Ne? Wenn ich dann voll laut erhöhe, dann erstmal so. Hallo Leute und willkommen zu einer neuen Folge Minecraft. Und dann. Dann, wenn ich 100% Lautstärke angemacht habe, um mich selbst zu hören, vergesse ich die wieder runter zu drehen und dann erstmal, ja, ich mache mir Musik an. Ich weiß nicht, ob ich damit mein Mikrofon beschädige, wenn ich so hineinbrülle. Ich hoffe nicht. Wer weiß. Was war das jetzt? Muss ich nicht. Ich bin gerade irgendwie auf Editieren gekommen von der Nacht. Fly 13 sagte, ich liebe meine Prostata als Brotaufstrich für die Mikrowelle. Mach nochmal, ich hab's nicht gesehen. Fly 13 sagte, ich liebe meine Prostata als Brotaufstrich für die Mikrowelle. Okay. Hast du das gehört? Ein kleiner Fratz. Okay, komm mal. Mel2209 sagte, Luominatu. Fly13 sagte, Luominatu. Mel2209 sagte, Fly12. Fly13 sagte, Fly12. Mel2209 sagte, Fly to New York City. Flug13 LP. Fly13 sagte, ich brauche ganz dringend ein First Aid Kit. Fly13 sagte, Fly 13 heute um 22 Uhr und 38 Minuten. Mel2209 sagte, Scheiß TTF. FML. Fly 13 sagte, Albi. Mel2209 sagte, Edeka ist besser. Mel2209 sagte, Fly 13 sagte,
Ich verwandle mich in ein fliegendes Lama mit einer Kartoffel und Mülli der Mülltonne in der Hand und schwebt davon. Okay. Drogen sind Spaß. Fly 13 sagte, darf ich Ihnen ans Bein rammeln, Sir? Mel 2209 sagte, mein Hodensack redet mit mir, wart wilder. Mel 2209 sagte, er hat schon meine Tochter gerammelt. Mel 2209 sagte, jetzt bin ich Opa. So groß sind nur die Melonen meiner Tochter. Mel 2209 sagte, wenn da Milch drin ist. Fly 13 sagte, schick Foto. Fly 13 sagte, melk sie. Mel 2209 sagte, mach ich doch schon seit Mittwoch. Mel 2209 sagte, aber die schwellen nicht ab. Mel 2209 sagte, die sind schon lila. Mel 2209 sagte, der Arzt sagt, das ist normal. Mel 2209 sagte, der lebt aber auch unter einer Brücke, weil wir uns keinen besseren leisten können. 2600 DPI. Mel 2209 sagte, der hat ihr ein First Aid Kit empfohlen, aber jetzt sind ihre Melonen nur noch größer. Mel 2209 sagte, wir bewahren sie im Kühlschrank auf. Mel 2209 sagte, also die Tochter natürlich. Und ich habe gerade meinen kompletten Fuß damit angespuckt. Mit dieser Lache gerade eben. Fly 13 sagte, schick Video, wie du deine Füße leckst, du geiles Stück. Mel 2209 sagte, das kann meine Tochter machen. Also mir die Füße lecken. Fly 13 sagte, mach danke. Mel 2209 sagte, ich krieg darauf immer einen Böhner. Mel 2209 sagte, Döner. Fly 13 sagte, Böhner. 6400 DPI. Mel 2209 sagte, ich mag meinen großen Döner. Fly 13 sagte, beim Döner bekomme ich einen Böhner. 2209 sagte, der Herr Böhner ist ein Döner. Okay, nicht lustig. Fly 13 sagte, Böhner. Böhner er. Mel 2209 sagte, eine echte Birne. Fly 13 sagte. Mel 2209 sagte, Bild von einer Glühbirne, welche gerade leuchtet mit einem orangefarbenen Hintergrund. Fly 13 sagte, Bild der Melonen von Melvins Tochter. Fly 13 sagte, Melvin. Mel 2209 sagte, ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Mel 2209 sagte, rettet FLYX Raute Prefor Flux. Mel 2209 sagte, Raute. Mel 2209 sagte, Raupe. Fly 13 sagte, Raupe unge. Mel 2209 sagte, meine Ohren sterben. Fly 13 sagte, das muss ich mir jetzt vorstellen gehen. Fly 13 sagte, geht in seine Vorstellkammer. Mel 2209 sagte,
Ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Ich liebe es, meinen Böhner. Okay, nee. Mel 2209 sagte, ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Mel 2209 sagte, ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Mel 2209 sagte, ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Mel 2209 sagte, ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Mel 2209 sagte, ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Mel 2209 sagte, ich liebe es, meinen Böhner hart in den Anus fremder Leute zu schieben, wenn diese gerade auf dem Klo Nummer 3 im Kino nebenan sitzen und fett einen abseilen. Fly 13 sagte, fett einen abseilen. Mel 2209 sagte, ich schiebe es, meinen Anus hart in den Böhner fremder Leute zu lieben, wenn diese fett auf der Nummer Klo nebenan im Kino 3 abseilen und gerade einen sitzen. Mel 2209 sagte, ich schiebe es, meinen Anus hart in den Böhner fremder Leute zu lieben, wenn diese fett auf der Nummer Klo nebenan im Kino 3 abseilen und gerade einen sitzen. Mel 2209 sagte, ich schiebe es, meinen Anus hart in den Böhner fremder Leute zu lieben, wenn diese fett auf der Nummer Klo nebenan im Kino 3 abseilen und gerade einen sitzen. Mel 2209 sagte, ich schiebe es, meinen Anus hart in den Böhner fremder Leute zu lieben, wenn diese fett auf der Nummer Klo nebenan im Kino 3 abseilen und gerade einen sitzen. Mel 2209 sagte, ich schiebe es, meinen Anus hart in den Böhner fremder Leute zu lieben, wenn diese fett auf der Nummer Klo nebenan im Kino 3 abseilen und gerade einen sitzen. Mel 2209 sagte, ich schiebe es, meinen Anus hart in den Böhner fremder Leute zu lieben, wenn diese fett auf der Nummer Klo nebenan im Kino 3 abseilen und gerade einen sitzen. Mel 2209 sagte, ich schiebe es, meinen Anus hart in den Böhner fremder Leute zu lieben, wenn diese fett auf der Nummer Klo nebenan im Kino 3 abseilen und gerade einen sitzen. Fly 13 sagte, Ende.